ganzen Spiel aus jetzt wieder der Zug wieder zurückfahren muss, müssen wir die Lok ans andere Ende bringen. Ist das mit Magnet? Thank you.
Hilfe, groß im Problem. Ich habe mir bei dem Wochenvertrag nicht verstanden. Vielleicht einfach komplett den Boden. Ich muss ein Fenster, Zündfenster, mit den Böden rein. So bei Möwen kommt die ganzen unten. Die der Kamera und Kamera nicht. Aber ich komme da ja nicht so. Aber ich habe unten ein Loch in den Fest. Und jetzt so eingefüllt, dass ich das raste. Okay. Und dann einfach mit Holzleim, Kunststoff und ein bisschen da befestigt wäre. Das hat ja keine Funktion, keine Belastung drunter. Der Fahrrad zu tief wieder runtergerutscht. Wir haben es hochgezottelt. Der hing dann auch schief und dann kannst du den machen. Einfach mal los. Das ist schon eingerastet gewesen. Der stand noch auf der Pufferbracht, auf der Dingskohle. Die Anleitung an die durchgelesen von denen. Du darfst damit keinen Dauerbetrieb machen. Aha. Wenn du sagen, jetzt eine Stunde auf der Anleitung, ja, könnte sein, dass der Gummi sich dann nachher ausdehnt, weil der so Gummi hat. Ein paar Minuten fahren, okay, aber nicht Dauerbetrieb. Ja, mach mal. Ne? Das sehen, machst du ja. Mach das zum vierten Mal. Wieder genau das Kind erwischen. Das ist ja aber immer das Problem, dass immer alle Ereignisse an einen Tag gefallen sind. Also entweder war ich beim LDC oder... So,
Wir haben uns in den letzten beiden Tagen schon auf diesem Sofa und haben über
den hatten wir auch mal besprochen. Aber finde ich hier die 20. Nein, wir finden es doch keine Ruhe. Ich finde es als erster Anruf, als erster Anruf, als es geartet. Aber es ist nicht. Und sehr interessant ist auch, diese Lokomotive wurde zwar in Deutschland erworben, mit rübergebracht und dann hier in Deutschland die erste Anruf-Lokomotive. Was ist das Neue? Oder ist alles das Neue? Und warum habt ihr es in einer sächsischen Person gemacht? Oder ein Kürzer war? Das ist eine große Neuheit. Und es ist sogar noch ein anderer Bereich. Einer der ganz wenigen Wagen, die sich überhaupt mit einem Dreiachsen fahren. Das ist genau dieser Wagen. So gehört sich die Seite damit wirklich auf, dass wir seine originale Farbe. Ja, und damit haben wir das, was aus dem Mund eines Herrn Dr. Martin Salber Deshalb ist das auch so geil. Ja, auch ein bisschen natürlich. Die Ruhe und so, ja, ja, ist was drauf. Genau, gerade was, wenn der Grün ist, gerade wenn die so die Basuren und so, so die kleine Tübel und so machen und so. Ja, die sind halt auch, sag ich mal, schon von Standard aus gewohnt, selber zu bauen hier. Ja, die sind ja so verwöhnt, wie der ist. Ich sag mal, bei mir ist ja auch die Ruhe und so. Thank you.
Und ihr seid alle auch noch genau.